So, hallo und herzlich willkommen im Keller zur aktuellen Stunde. Und zwar hat ein sich selbst als Waldläufer bezeichnender, und das tut weh, das tut verdammt weh, weil so würde ich mich ja auch nennen, Typ, Waffennarr, Tarnmann, das sind so Rambo, das sind so leider die Begriffe, die ihm jetzt angedichtet werden von den weniger seriösen Medien, sage ich jetzt mal, die vorzugsweise dicke Überschriften und viele Bilder in ihren Printmedien verwenden. Ja, jedenfalls, diese haben ihm sowas unter anderem angedichtet, wobei Tarnmann passt ja ganz gut. Der hat, wenn wir es nicht mitbekommen haben, bei einer Polizeikontrolle eine Waffe gezogen, damit die vier Polizisten vor Ort überrascht, sie damit bedroht, ihnen ihre Dienstwaffen abgenommen und ist hinterher in den Wald geflüchtet. Das Ganze ist am Sonntag passiert, heute ist Mittwoch und sie haben ihn immer noch nicht. Stand des letzten Nachguckens im Internet, den ich getätigt habe. Das ist jetzt ein 2-3 Stündchen her irgendwie. So, dazu Folgendes. Ich habe ein paar Kommentare bekommen, die waren schlicht und ergreifend Warnungen aus Sorge, dass mir was passieren könnte, mir oder meiner Verlobten, wenn wir uns jetzt im Wald aufhalten und da viel rumrennen, weil das ist direkt bei uns, die Geschichte. Ja, also so direkt jetzt auch wieder nicht, aber querwald ein ist man von Oppenau bis zu uns in einem Tag, wenn man sehr gut zu Fuß ist, theoretisch laufenderweise da. Ja, also angenommen, der kommt auf die Idee, sich bei mir im Wald zu verkriechen, er hätte die Möglichkeit, inzwischen da zu sein und sich inzwischen da zu verkriechen. Ja, und so gesehen kann ich die Sorge ein bisschen nachvollziehen, die da jetzt entsprechend herrscht, dass ich möglicherweise in Gefahr sein könnte. Und da bedanke ich mich sehr herzlich eben genau für diese Sorge. Ich war jetzt ein bisschen im Wald die letzte Zeit. Ich werde da auch wieder hingehen, aber ich gehe tatsächlich jetzt nicht allzu tief rein. Mir wäre es auch ehrlich gesagt wirklich ein bisschen lieber, wenn sie den Kerl gefangen hätten, weil bewaffnete Leute im Wald rumspringen haben, bei denen man überhaupt nicht weiß, wie die ticken. Muss ich auch nicht. Muss ich nicht. Ja? Normalerweise ist das eben ein völlig paranoides Risiko, dass solche Leute im Wald rumrennen würden. Die bildet man sich normalerweise nur ein. Aber diesmal ist es ausnahmsweise tatsächlich jetzt mal so, dass wirklich so einer im Wald rumspringt. So, und die nächste Kategorie von Kommentaren dazu waren mir so aus generellem Interesse daran, ob ich dazu was zu sagen habe. Ja, habe ich. Wollte ich ursprünglich nicht, aber inzwischen schon. Und dann hatte ich noch zwei Kommentare und die werde ich euch jetzt mal einblenden, aber wirklich, die dem Ganzen zumindest scheinbar mindestens, aber das müsst ihr interpretieren, ich habe auch nur den Text dazu gelesen, ich wollte da auch nicht drauf antworten, ganz ehrlich nicht. Jedenfalls nicht anders als in dieser Videoform, weil das muss man gleich ausführlich machen und da sofort klar Statement Position beziehen. Daher auf diesem Wege. Sympathie kann ich dem nun beim besten Willen nicht das geringste bisschen entgegenbringen. Ist es unbedingt notwendig, ihm beim nächsten Kontakt sofort über den Haufen zu ballern? Das sicherlich auch nicht. Aber Sympathie, davon sind wir weit entfernt. So, und das werde ich jetzt alles versuchen, noch ein wenig darzulegen. Und das nächste ist, das ist auch wichtig jetzt am Anfang, klar, das ist wie immer ein langes Video, logisch, aber mir geht es darum, das ist keine besonders super krasse Leistung, die der da vollbracht hat. Man muss ihn jetzt nicht bewundern dafür, dass er in der Lage war, der Polizei zu entwischen und auch bei Großfahndungen noch immer nicht gefasst werden konnte. Das ist scheiße einfach, wenn du in Oppenau in den Wald abhaust. Ja, und wie gesagt, ich bin in der Region und ich kann dazu wirklich ein paar Takte sagen. Da muss man nicht der größte Survivor vom Herrn sein für. Man braucht ein ganz bisschen Basic Skill. Das kannst du dir innerhalb von 2 Wochen im Internet anlesen. Dann musst du das Ganze vielleicht nochmal eine zusätzliche Woche trainieren. Und dann würde ich fast jedem zutrauen, Ähnliches vollbringen zu können, wenn genau dieselbe Situation herrscht. Ja? Nicht, dass das doll ist und dass das irgendjemand tun sollte, aber verherrlichen und beeindruckt sein von dem seinen unglaublichen Können, das muss man wirklich nicht. Ja? So, aber dazu dann später mehr. Jetzt erstmal für diejenigen, die es nicht so ganz mitbekommen haben, was da eigentlich passiert ist. Ich versuche es ein bisschen zusammenzufassen, will aber auch nichts Wesentliches weglassen. Kurz zu den Quellen. Im Wesentlichen habe ich jetzt als Quelle meine eigene Lokalzeitung. Also die gehört mir nicht. Ich beziehe die, bin der Abonnent, entsprechend verwendet. Das ist sind die badischen neuesten Nachrichten. Ich denke, andere Lokalzeitungen werden da auch berichtet haben. Aber meine BNN, die ich lese,
nicht die mir gehört, hat er sehr intensiv berichtet. Und da kann man viel Erhellendes draus erkennen und beziehen. Und des Weiteren nehme ich gerne die Primärquelle, wenn eine verfügbar ist. Und die ist seit gestern verfügbar. Gestern Mittag war die Presse, Nachmittag war die Pressekonferenz vom Polizeipräsidium und von der Oberstaatsanwaltschaft der Region, die sich eben da zu den offenen Fragen und zu dem, was passiert ist, entsprechend geäußert haben. Eine bessere Quelle als das gibt es schlicht und ergreifend nicht, weil das ist eben der Oberstaatsanwalt konnte von den Zeugen berichten, was da genau passiert ist, diese zusammenfassen und weitergeben. Als fast Primärquelle, noch primärer wären lediglich die Polizisten vor Ort gewesen, aber die wollen natürlich nicht vor die Presse, kann man nachvollziehen, absolut. Und ja, weitere Zeugen wären dann höchstens noch derjenige gewesen, der wohl auch über in der Nähe gewesen ist bei dem Vorfall. So, und jetzt, was hat sich genau zugetragen und nach Bericht vom Oberstaatsanwalt? Und zwar war das so, dass die Polizei angerufen worden ist, weil in der Gartenhütte eines am Wald gelegenen Gartengrundstücks, das war nämlich auch lange Zeit unklar, ist das jetzt eine Waldhütte, ist das eine Gartenhütte, was für eine Hütte war denn das? Aber es war eine private Gartenhütte auf einem privaten, eingezäunten, vermutlich entsprechend Grundstück. Und da ist der Täter schlicht und ergreifend, ja, der Name ist bekannt, aber ich will den nicht immer beim Namen nennen. Für mich ist er der Täter, sage ich jetzt mal. Der mutmaßliche Täter, aber man ist sich, glaube ich, ziemlich sicher. Aber gut, sagen wir einfach mal, der mutmaßliche Täter ist da jedenfalls entsprechend eingedrungen, schlicht und ergreifend Einbruch und hat sich da häuslich niedergelassen und hat da gelebt. Die Hütte hat aber jemand anders gehört und dieser jemand anders ist irgendwann bei seinem Grundstück vorbeigekommen, hat zur Kenntnis genommen, dass da eingebrochen wurde und da der Kerl drin hockt, hat den Kerl auch gekannt offenbar und wusste, das ist ein komischer Kauz, mal vorsichtig ausgedrückt, und hat wohl auch gewusst, dass er mit Pfeil und Bogen bewaffnet eben entsprechend in dieser Hütte sitzt. Ja, Pfeil und Bogen ist potenziell sehr gefährlich, muss ich niemandem erzählen, der sich halbwegs mit der Thematik auskennt. Also ist ein Anruf bei der Polizei folgerechtlich absolut richtig, schlicht und ergreifend. Hätte ich auch gemacht, sofort. Gut, Polizei ist dann angekommen mit 4 Beamten. Der Besitzer der Hütte war dann auch da und er wollte eben den Täter dann auch gerne da raus haben, beziehungsweise hat darauf hingewiesen, dass der sich nicht mit dem Einverständnis des Besitzers der Hütte in dieser Hütte entsprechend aufhält. Also ist die Polizei da rein, 2 Beamte sind erstmal rein, haben sich im Eingangsbereich dann hingestellt. Wie man dann hinterher aus den Fragen, die bei der Pressekonferenz gestellt wurden, entnehmen konnte, hatten die wohl auch die Waffen gezogen in dieser Situation. Und sie haben ihm erstmal abgenommen bzw. sich reichen lassen, sichtbare Munition, die er in entsprechenden Munitionstaschen, in irgendeiner taktischen Weste, die der wohl anhatte, also so eine Weste, wie sie normalerweise Soldaten oder entsprechend Sondereinsatzkommando der Polizei oder die Polizisten, wenn sie entsprechend ausgestattet sind, tragen, also auf gut Deutsch eine Kampfweste im Grunde, wirklich für Leute, die damit genau das vorhaben, Schießerei, ne? Letztendlich, um es mal beim Namen zu nennen. Nur damit klar ist, was eine taktische Weste ist. Und da hatte er wohl Munition drin, was sie gesehen haben, und die haben sie ihm abgenommen. So, des Weiteren haben sie ihm abgenommen einmal Pfeil und Bogen. Die standen in der Ecke. Der Boden war wohl noch erst gespannt, musste dann noch entspannt werden. Das heißt, er hatte den Bogen also schussbereit tatsächlich da rumstehen. Was auch ungewöhnlich ist, weil man normalerweise einen Bogen niemals gespannt lagern sollte. Sonst geht der nämlich irgendwann kaputt, völlig egal, um was für einen Bogen es sich handelt. Ausgenommen vielleicht, ich habe keine Ahnung, wie das mit diesen komischen Compound-Bögen ist, aber ja, normale Bögen, Langbögen und ähnliches, Recurve-Bögen haben alle den Nachteil, dass man sie halt nicht auf Dauer gespannt lagern sollte. Das heißt, der war einfach schon in einer gewissen Bereitschaft, tatsächlich seine Waffen zu verwenden, könnte man daher eventuell ableiten. Einen Speer hatte er auch noch, den haben sie ihm auch noch abgenommen. Was das genau für ein Speer war, wissen wir nicht. Dabei hatten sie, wie gesagt, eben die Waffen wohl schon gezogen und dann hat es sich aber so zugetragen, dass er sehr kooperationsbereit gewesen ist, sehr ruhig und vergleichsweise freundlich wohl gewirkt hat und kooperieren wollte und dann muss es wohl so gewesen sein. So genau, das ist jetzt auch ein bisschen meine Interpretation drin dessen, was eben Staatsanwalt und Polizeichef so gesagt haben, werden sie wohl irgendwann die Waffen weggesteckt haben und es wird wohl keine weitere großartige Eigensicherung durch die Polizisten da stattfinden.
stattgefunden haben, weil er eben kompromissbereit gewesen ist, beziehungsweise kooperiert hat. So. Als sie ihn dann auch noch durchsuchen wollten, logischerweise, ob er noch weitere Waffen hat, hat er verdeckt eine Pistole gezogen, hat wohl erst gesagt, dass er das irgendwie nicht will, hat dann schlagartig diese Pistole gezogen, damit immer die gesamte Zeit einen denselben Beamten bedroht, der sich ihm auch genähert hatte, und diese Bedrohungssituation hat wohl aus etwa 1 bis 1,5 Metern Entfernung stattgefunden. Also der hätte jetzt nicht Meisterschütze sein müssen, um den entsprechenden Beamten auch zu treffen, wenn er abgedrückt hätte. Aus anderen Quellen kann man sich auch ziemlich sicher sein, dass es wohl so war, dass besagte Waffe gespannt gewesen ist, also der Hahn der Pistole ist gespannt gewesen. Das bedeutet, für diejenigen, die sich jetzt da gar nicht mit auskennen, viele Handfeuerwaffen haben ja hinten diesen berühmten Hahn, den man noch aus den Western kennt, von den Revolvern, primär kennt man die daher, und der kann gespannt werden, um dann den ersten Schuss, den man bei einem Halbautomat abgibt, dass der dann nicht so sehr verzieht. Weil wenn man den ersten Schuss abgibt, ohne den Hahn vorher zu spannen, dann gibt es dann einen gewissen Widerstand, was meistens den Schuss verziehen würde. Ja? Und das führt jetzt wiederum dazu, ich war mal Soldat, deswegen weiß ich das, nur mal kurz zum Hintergrund, dass der also wirklich die Waffe schon sehr, sehr schussbereit hatte. Und das wirkt nochmal natürlich bedrohlicher, als wenn er die jetzt irgendwo davor hervorkramt, wahrscheinlich noch gesichert, eventuell noch nicht durchgeladen, je nachdem, wie man halt vorschriftsmäßig seine Waffe lagern sollte. Ich frage, ob so jemand seine Waffe jemals vorschriftsmäßig lagert. Nein, weil der dürfte eigentlich gar keine besitzen, davon abgesehen. Aber ja, also ich glaube, in dieser Bedrohungssituation, das hat man als Polizist ja auch nicht jeden Tag. Ja, ganz ehrlich, das sind auch nur Menschen. Kann ich absolut nachvollziehen, dass alle Beamten dann beschlossen haben, tatsächlich seinen Forderungen nachzukommen, ihre Waffen abzulegen, die er dann eingesammelt hat, und dann ist er geflüchtet, beziehungsweise er hat sie aufgefordert, sie sollen gehen, und ist selbst dann auch entsprechend geflüchtet, vermutlich in Richtung Wald. So. Dass die Eigensicherung beim weiteren Durchsuchen und beim weiteren Vorgehen in der Hütte trotz Kooperation vom Täter gefehlt hat, ist sicherlich nicht ganz optimal, vorsichtig ausgedrückt. Ja? Und in dieser Hinsicht ist ein wenig Kritik an den vier Beamten vor Ort. Ah Gott, meine Fresse, es sind auch nur Menschen, aber ein ganz kleines bisschen Kritik ist da vielleicht schon gerechtfertigt. Das weiß ich nicht, ich kann es sowieso nicht beurteilen, ich bin kein Polizist, bin auch kein Taktikexperte oder sonst wie, lediglich ganz, ganz kleiner Soldatenfuzzi mal gewesen. Das Einzige, was mir das jetzt nützt, ist, dass ich grob die Funktionsweise einer Handfeuerwaffe erkenne, beziehungsweise kenne. Von manchen Handfeuerwaffen, aber die Polizeiwaffen sind wohl so ähnlich wie die Bundeswehrknarre, und dementsprechend jetzt. Was ist dann passiert? Dann kam erstmal sehr schnell die Verstärkung. Als erstes war wohl da das SEK, also das Sondereinsatzkommando mit dem Helikopter, die weitere örtliche Polizei, sämtliche Polizei der Umgebung, also nicht ganz sämtliche, das wäre glaube ich auch kontraproduktiv, aber es war sehr schnell sehr viel Verstärkung im Ort, und sie haben dann im Laufe der Nacht, das Ganze hat sich abends ereignet, bereits erstmal als erstes, mehr oder weniger als erstes, bisschen versucht, den Täter festzustellen, wo der stecken könnte, haben erste Untersuchungen festgestellt, erstmal überhaupt rausfinden wollen, wer ist denn das eigentlich, haben da Ermittlungen durchgeführt und haben vor allen Dingen, und das halte ich auch für absolut richtig und da bin ich sogar sehr dankbar für, erstmal Oppenau gesichert, ja, weil Oppenau, kleines Dörfchen, wirklich wunderbar gelegen, Schwarzwald, toller Ort, kann man durchaus mal zu Besuch kommen, wenn man da noch nicht gewesen ist, jedenfalls, da wollten sie sicherstellen, dass der halt nicht zurück ins Dorf kommt, sofern er da nicht schon drin ist. Beziehungsweise, wenn er drin ist, dann hätten sie sichergestellt, dass er da so schnell nicht mehr rauskommt. Einfach um eben die Bevölkerung von Oppenau schon zunächst mal zu sichern. Weil man ja keinen Schimmer hat, was kann der jetzt anstellen. Der Kerl ist bewaffnet, der hat vermutlich 4 Pistolen. Man kann nicht mit Sicherheit sagen, ob seine eigene überhaupt eine echte gewesen ist. Sie sah für die Beamten jedenfalls sehr echt aus und in diesem Fall im Zweifel besser davon ausgehen. Ne? Zumal er auch scheinbar echte Munition eben mit sich geführt hat, was man ja an dieser Waffe, an dieser Weste bereits gesehen hat. Aber selbst wenn die nicht echt gewesen wäre, dann hätte er jetzt 3 Polizeipistolen mit jeweils vollem Magazin. Wenn er davon eine benutzt, hat er noch 2 Ersatzmagazine zum Wechseln. Das gibt insgesamt eine gewisse Feuerkraft, mit der man enormen Schaden anrichten kann. Selbst wenn man nicht der Meisterschütze ist, spray and spray, wie der Ami sagt, ja, beten und sprühen.
genügend Munition verschießen, irgendeine Kugel trifft schon. Und allein wegen solchen, das ist überhaupt nicht lustig im Grunde, ja, aber allein wegen dieser Tatsache, dass eine Feuerwaffe eben nun mal verdammt gefährlich ist, eine Schusswaffe, und jeden Idiot zu einem unglaublich gefährlichen Individuum machen kann. Du brauchst nix können, ja, du kannst Asthmatiker und 500 Kilo schwer sein, wenn man dir eine Pistole in die Hand drückt, bist du in dem Moment gefährlich. Ja? Das ist eben gerade dieses Dilemma mit Schusswaffen, weshalb ich Schusswaffen auch nicht besonders sympathisch finde. Aber gut, ja. Polizei hat also den Ort entsprechend gesichert und hat mit dem Helikopter dann bereits erste Flüge über den Wald übernommen, Flüge durch die Umgebung unternommen und hat ihn dabei trotz Wärmesichtgerät nicht aufgespürt. So, und das ist jetzt vielleicht so die eine Sache, wo man tatsächlich sagen muss, dass der Kerl da dann ein wenig taktisch klug gehandelt hat. Bewundern muss man ihn dafür sicherlich nicht, aber offenbar war er in der Lage, obwohl er sich noch wahrscheinlich im Umkreis dessen, was der Helikopter da abgegrast hat, befunden haben mag, war er in der Lage, seine Wärmesignatur quasi zu verdecken. Wie geht das? Naja, die einfachste Lösung ist, du kaufst dir einen Biwaksack von Carinthia, einen Militärbiwaksack auf dem zivilen Markt für viel Geld zu haben. Wenn du dich da reinlegst, kannst du Infrarot nicht aufgeklärt werden. Braucht normalerweise kein Zivilist dieser Welt. Wenn du hingegen irgendwie der Meinung bist, dass bald die Apokalypse kommt, ja, und du dich jetzt mit Waffen und Vorräten und entsprechend militärischer Ausrüstung im Wald verschanzen musst, weil die Apokalypse bald da ist oder welche komischen, verqueren Weltvorstellungen man sonst noch haben mag, die diese Maßnahme tatsächlich erforderlich machen, dann hat man möglicherweise, oder einfach, weil man das Ding cool findet und harmlos ist, das geht auch, das ist ganz wichtig, ich denke, das trifft auf 99% der Besitzer von so einem Biwaksack zu, aber ja, es kann eben auch sehr wohl taktisch eingesetzt werden, das Ding, und das ist so für mich jetzt eine wirklich gute, plausible Erklärung, wie der es geschafft hat, nicht mit dem Wärmesichtgerät vom Helikopter aus entsprechend aufgeklärt zu werden. Der lag in einem Observer oder ähnlichem entsprechend taktischen Biwaksack schlicht und ergreifend, die dafür gedacht sind, dass da auch der Scharfschütze entsprechend drin hockt und auf Lauer liegt und wartet, dass er das abknallen kann, was er abknallen soll. Und dabei kann er eben auch nicht mit Wärmesichtgeräten entsprechend aufgeklärt werden. So. Ist es jetzt ein besonderer Skill, sich in so einen Biwaksack reinzulegen? Ist das eine Mord-Survival-Leistung? Bist du Survival-Man, weil du das kannst? Nee, du hast einfach so ein Teil. Das ist ein Ausrüstungsgegenstand, den man aus Paranoia oder, weil man ihn cool findet, harmlos ist und ihn cool findet, daheim rumliegen haben kann. Burp. So, das nächste ist, am nächsten Tag haben sie den Wald durchkämmt, die Polizei, mit wirklich vielen Beamten und haben ihn auch nicht gefunden. Haben die da versagt? Ja, sind das denn Idioten, dass die den Wald durchkämmen und ihn tatsächlich nicht finden? Er hat sich da wirklich verstecken können. Der muss ja unglaubliche Survival-Fähigkeiten besitzen. Nee, weil besagter Wald sind 860 Hektar. Das sind 8,6 Quadratkilometer, wer damit mehr anfangen kann. Das ist eine mordsmäßige Fläche. Des Weiteren kommt hinzu, und dazu werde ich euch gerne noch mal eine Karte einblenden, Oppenau ist ein kleiner Ort mitten in der einer der waldreichsten Regionen Deutschlands. Wo auch immer du aus dem Ort rausgehst, stehst du sofort mitten im Wald. So, und das nächste ist, wer diese Suche jetzt durchgeführt hat, dieses Durchkämmen des Waldes, das waren Polizisten. Polizisten sind entsprechend ausgebildet, gar keine Frage, aber nichtsdestotrotz, die rennen nicht den ganzen Tag im Wald rum. Und wie ich wirklich aus Erfahrung bestätigen kann, ist die wesentliche Qualifikation, die man für schnelle Fortbewegung abseits der Wege im Wald braucht, eine, nämlich Übung und Erfahrung. Das geht durchaus ein bisschen zusammen.
Wer am schnellsten übers Unterholz schwebt, wie Jesus übers Wasser, ist entweder der Forstwirt, wenn er dann entsprechend lange Erfahrung hat in seinem Job, also derjenige, der die Bäume umschneidet primär, oder tatsächlich der Förster, wenn er dann entsprechend Erfahrung hat in seinem Job, langjährige. So Leute, ich habe sie schon oft genug in der Praxis erlebt, kann ich bestätigen, die hängen dich ab, die können 40 Jahre älter sein als du, die hängen dich gradenlos ab, jeden Hang rauf, durch jedes Gebüsch, die sind immer schneller, auch wenn man, die haben immer schon ganze Exkursionsgruppen von jungen, zum Teil auch durchtrainierten Studenten grundsätzlich abgehängt und machen sich da vermutlich einen Spaß draus, weil in dem unebenen Gelände des Waldes, da ist Erfahrung, wie du die typischen Hindernisse, die da halt so rumliegen, am besten überwindest, viel mehr wert als alles andere. Gut, eine gewisse Grundfitness braucht man, ja. Und die haben sicherlich die Polizei, ja, die hat wahrscheinlich auch viel mehr als gewisse Grundfitness. Aber das ist ein Faktor, ja, das spielt eine Rolle. Und dann kommt noch erschwerend dazu, dass das Gebiet um Oppenau fast nur aus Hängen besteht, zum Teil auch extrem steile Hänge. Und dann musst du einmal 300 Höhenmeter hoch, auf der anderen Seite 300 Höhenmeter wieder runter und sollst diesen ganzen Hang jetzt systematisch absuchen. Zumal jetzt dazu kommt, wenn man sich in so einer hangreichen Landschaft, ich weiß, dass ich wohne da, verstecken möchte, dann, oder sich wirklich jetzt aus Paranoia oder aus Spaß, oder weil man es einfach mal gemacht haben möchte, oder welche wirklich harmlosen Gründe einen noch dazu treiben mögen, das mal auszuprobieren, just to know oder just for fun, ohne jemals irgendwas Illegales vorzuhaben, ohne mit der Weltordnung unzufrieden zu sein, oder zumindest so unzufrieden zu sein, dass man auf die Idee kommt, daran jetzt mit Waffengewalt was ändern zu wollen oder sonstigen Quatsch anzustellen, kann man ja mal auf die Idee kommen, sich Gedanken zu machen, wenn ich mich im Wald verstecken wollen würde, was ich nicht will. Wie könnte ich das machen? So eine ganz einfache Lösung besteht darin, gerade wenn du dann so einen ollen Observer-Biwaksack zur Verfügung hast, du nimmst einen Hang, der nicht einsehbar ist von anderen Hängen, der total abgelegen ist, der aus der Entfernung grundsätzlich nicht eingesehen werden kann. Noch besser ist ein Hang, der nicht so verläuft, ne? Weil dann kannst du hier oben stehen und den ganzen Hang runtergucken, sondern der so ein bisschen bucklig verläuft. So zum Beispiel, ja, so ein Hang, dann hat er hier nochmal eine steilere Stelle und dann wird er hier wieder flacher und dann hast du hier einen Bereich, der von oben nicht eingesehen werden kann. Und wenn du da unten einen Bereich hast, wenn hier jetzt zum Beispiel der Hang so weitergeht, ja, und hier fällst dann erst steil ab, dann hast du in diesem Bereich hier wirklich einen von keiner Seite, außer von ein bisschen weiter da am Hang, ein bisschen weiter dort am Hang, einsehbare Stelle am Hang gefunden. Ja, hier habe ich im Schnitt mal nochmal meinen Profi-Skill im Illustrieren eingesetzt, um das kurz nochmal hier schön darzustellen. Also wir haben hier quasi so einen Querschnitt durch den Hang und oben steht ein kleiner blauer Polizist. Es tut mir wirklich leid, dass der so hässlich ist. Das ist auch wirklich nicht böse gemeint. Ich kann es nur nicht besser. Und der guckt runter. Ja, und diese gelbe Linie, das soll eben seine Sichtlinie sein. Und ich will damit verdeutlichen, eigentlich müsste man ihn weiter hochstellen, ja. Aber der kann in diese Nische am Hang, kann der nicht reingucken, weil die für ihn einfach nicht einsehbar ist. So, und unten am Hang, da steht auch ein kleiner blauer Polizist. Und der guckt hoch. Und der kann die Nische auch nicht einsehen, weil sie halt einfach nicht einsehbar ist von unten. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, die wären den Hang so abgeschritten oder nur unten dran vorbeigekommen oder nur oben dran vorbeigekommen. Und dann kannst du diese Nische halt eben entsprechend nicht sehen. Und wenn das Ganze jetzt dreidimensional wäre, ist es ja nicht, dann ist dieser Hang auch nur eine kleine Mulde im Hang und vielleicht nur 3 Meter breit oder von mir aus auch 4. Ja? Und wenn so eine Mulde nicht existiert, so ein Ort zum Verstecken, dann kann man sich das mit einer Schaufel auch relativ schnell herstellen. Gerade wenn man Paranoia hat und Zeit zum sich vorbereiten. Aber dazu komme ich, glaube ich, gleich noch. Und da kannst du dich hinsetzen. Da brauchst du überhaupt nichts weiter tun, da kannst du dich hinsetzen und es ist möglich, dass, keine Ahnung, 1000 Polizisten in einem 860 Hektar großen Wald diesen systematisch durchkämmen und keiner sieht dich. Allein durch das Terrain, wie es im Wald halt nun mal vorherrscht. Das ist nicht besonders schwierig. Und der Kerl war einheimisch und kannte seinen Wald zumindest mal ein bisschen. Vielleicht kannte er ihn auch wirklich gut, aber es gehört echt nicht besonders viel Skill dazu, sowas rauszufinden. Das kann man sich auch mit Google aneignen, dieses entsprechende Wissen, relativ problemlos. Ich behaupte, in 2 Wochen des intensiven Rumgoogelns hast du das Wesentliche zu dem Thema, zumindest in der Theorie, gelernt. Und wenn du dann für dich das raussuchst, was für dich
eigentlich jeweils wichtig ist. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass ihm Tarnen und Täuschen, wie das im Fachjargon so schön heißt, durchaus wichtig gewesen ist. So, jetzt stell dir nochmal diese Position am Hang vor. Und jetzt hat er noch so einen Observer-Biwaksack. Vielleicht ist der Hang ein bisschen zu steil, um den vernünftig anzubringen. Dann nimmst du eine Schaufel, dann buddelst du hier oben ein bisschen was weg, schmeißt es da unten hin und schwuppdiwupp hast du ein wunderbares kleines Plateau am Hang. Da stellst du jetzt deinen ollen Observer hin. Und wenn du ganz krass sein willst, dann buddelst du eine deutlich tiefere Stufe in den Hang rein. Dann kriegst du hier quasi ein Dreieck und diesen Bereich des Dreiecks zwischen Oberhang und Unterhang und darunter dein Observer kannst du jetzt zum Beispiel ganz wunderbar tarnen. Mit Ästen, mit Farn, mit Laub, mit Fichtenästen. Du kannst dir theoretisch wirklich auch ein komplettes Gerüst aus Ästen bauen, das da drüber legen und da ganz normales Hanglaub draufschaufeln, dass das aussieht, als wäre da überhaupt nichts. So, dann machst du den kleinen Zugang auf der Seite und wie gesagt, da hast du deinen ollen Observer reingepackt und schwuppdiwupp hast du ein völlig unaufklärbares Versteckchen im Wald, in dem du dich verkriechen kannst und dazu brauchst du wirklich nicht besonders viel Skill. Ja, das kann man in jedem guten Survival-Buch nachlesen. Ja. True Survival. Der große Survival-Meister legt sich mit der Polizei an und sie finden ihn nicht. Ja, weil jeder Depp kann sich im Wald verstecken. Das ist super einfach. Es ist total unfair im Grunde, die Kräftegleichgewicht in dieser Hinsicht. Im Wald verstecken wirklich nicht schwierig. Nicht in Oppenau im Schwarzwald. Ja? Das sieht ganz anders aus in vielen anderen Regionen. Und wenn ihr jetzt aus der Stadt kommt, ja, und kennt nur euren stadtnahen Wald beispielsweise. Ja, und ich will jetzt gar nicht sagen, dass der nicht schön ist und dass es schlimm ist, dass ihr aus der Stadt kommt und so weiter und so fort. Aber das ist nicht zu vergleichen mit unserer Klüfte, Täler und Berge und wirklich massiv an Relief reichen Landschaft im Randschwarzwald bei Oppenau. Das ist krass. Ja? Das ist wirklich nicht zu vergleichen. Also entweder haben sie ihn nicht gefunden, weil sie einfach Pech hatten, dass sie beim den Wald passieren, und man kann nicht beliebig viele Polizisten, man kann es auch nicht 5000 Polizisten jetzt 860 Hektar entsprechend absuchen lassen. Irgendwann ist das auch definitiv völlig übertrieben. Ja? Und kann sein, dass sie ihn dabei halt nicht gefunden haben. Das ist dann Zufall, schlicht und ergreifend. Mehr nicht, ja? Denn die Polizisten müssen damit normalerweise, ich habe es vielleicht schon gesagt, wenn nicht, sage ich es jetzt nochmal, 20 Kilo als Otto-Normal-Polizist an schusssicherer Weste, an entsprechender Bewaffnung rumschleichen, weil die hast ja keine Ahnung, ob der Kerl nun gefährlich ist, ob der sofort schießt bei jeder Gelegenheit und dann möchte man vielleicht gerne eine schusssichere Weste und entsprechende Bewaffnung dabei haben, kann ich durchaus nachvollziehen. Und das SEK hat sogar 40 Kilo dabei. Und dann kommt noch erschwerend dazu, dass man bei ihm auch Sprengstoff gefunden hat. Wie man dann aus den weiteren Ermittlungen entnehmen konnte, wusste man, dass er wohl auch mal Material für potenziell Sprengstoffherstellung, Benzinkanister etc. Bei sich daheim gelagert hat. Und deswegen, wer weiß, ob der sich nicht noch schlau gemacht hat, das weißt du ja nicht, musst du von ausgehen in diesem Fall, wenn dein Leben dir wichtig ist. Ob der sich nicht eventuell schlau gemacht hat, wie man Sprengfallen baut, zum Beispiel. Und schon wird die Fortbewegung durch einen Wald mit 300 Höhenmetern Höhendifferenz abseits der Wege durch jedes Gestrüpp, weil das ist ja eine systematische Durchkämmung des Waldes. Das heißt, du gehst nicht um den Brombeerhecke drumherum, sondern du musst da mitten durch. Da kann ich mir schon wirklich gut vorstellen, dass du das nicht allzu oft machst und dass du da nicht allzu viel Spaß dran hast. Und deswegen hat sich der Polizeichef bei seinen entsprechenden Mitarbeitern auch entsprechend ausdrücklich bedankt für dieses große Durchkämmen des Areals, was einfach eine Schweinearbeit ist. Ja, also solche Hänge hochkraxeln abseits der Wege, das ist ohnehin schon saumäßig anstrengend. Und ich bin jetzt vielleicht nicht der Fitteste auf dem Planeten, aber ich bin da jedes Mal halb tot, wenn ich da oben ankomme. Ich mache das hin und wieder mal, weil ich es gerne mache. Es macht mir schon auch ein bisschen Spaß. Ohne Ausrüstung, aber mit 20 oder 40 Kilo, ganz ehrlich, nee. Und das haben die ja nicht einmal gemacht, sondern die mussten auf der anderen Seite auch wieder runter und wenn es dumm läuft, dann irgendwo anders wieder hoch. Also großen Respekt ich davor habe und dass die den dabei nicht gefunden haben, das liegt in der Natur der Sache, ganz ehrlich. Ich hoffe, das war jetzt deutlich. Und was ich noch vergessen hatte zu sagen, wer sagt denn, der hätte keine Ausrüstung? Wenn man sich
halbwegs mit dem Thema beschäftigt, dass man da jetzt irgendwie im Wald lebt, und der war ja schon obdachlos und man geht davon aus, dass er tatsächlich im Wald gelebt hat, dann ist doch sehr anzunehmen, dass der mehr Besitztümer im Wald an verschiedenen Stellen versteckelt hat, eventuell sogenannte Prepper-Caches angelegt hat, sich also irgendwelche Kisten verbuddelt im Wald und da noch Zusatzausrüstung untergebracht. Vielleicht hat er auch einfach noch irgendwo ein getarntes Waldcamp, weil in dieser Hütte, in der man ihn angetroffen hat, da hat er ja nicht langfristig gelebt. Da war er jetzt gerade mal drin. Vielleicht war er da auch schon eine Weile drin, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das bisschen Zeug, was er da in der Hütte drin hatte, seine gesamte Habe gewesen ist. Insbesondere da es ja Fotos gibt, die ihn zeigen mit allem möglichen Ausrüstungskrempel und was weiß ich was alles für ein Zeug. Also ich persönlich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der im Wald noch irgendwo ein Depot gehabt hat oder sogar mehrere, noch mit zusätzlichem Krempel. Also man muss nicht davon ausgehen, dass der jetzt nur mit ein paar Pistolen und weiter keine Ausrüstung in den Wald gerannt ist und da jetzt einen auf Wildnis-Survival macht und sich von Blaubeeren ernährt. Was im Übrigen auch kein Problem wäre, weil die wachsen da überall. Also das darf man jetzt nicht von ausgehen, der hätte automatisch jetzt keine Ausrüstung. Möglich ist natürlich aber auch, dass er einfach abgehauen ist. So, der hatte jetzt, sagen wir mal, bis der erste Suchhubschrauber rumgeflogen ist, 1,5 Stunden Zeit ungefähr, sich theoretisch irgendwo, und man hat keine Ahnung wo, und ich blende euch da gerne nochmal eine Karte ein, irgendwo in den Wald zu schlagen und einfach geradeaus irgendwo in den Wald zu verschwinden. Für die Leute, die sich wieder lokal nicht auskennen, der Schwarzwald ist groß. Ja, der Schwarzwald reicht von Oppenau 360 Grad in alle Richtungen. Wenn du die Straßen dicht machst, das kannst du schnell tun, dann hat er immer noch vielleicht 350 Grad zur Verfügung in alle Richtungen, die er sich querwaldein durch die Landschaft schlagen kann. Auch das ist einfach rein zufallsmäßig die Chance, dass wenn der einfach schnurstracks gerade in irgendeine Richtung läuft, er zufällig wo vorbeiläuft, wo jetzt gerade kein Polizist steht, die Chance ist extrem hoch. Dafür musst du auch nichts können und nichts wissen. Das ist reiner Zufall, schlicht und ergreifend. Ja, das Einzige, was du wissen müsstest, ist, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, größere Straßen zu meiden. Aber auch das kann man in Kapitel 3 von jedem erdenklichen Survival-Buch, das diese Thematik überhaupt nur ansatzweise behandelt, nachlesen. Das ist nicht weiter schwierig. Kann jetzt die Polizei den gesamten Schwarzwald durchsuchen? Nein. Aber wo könnte der theoretisch in 2 Stunden gewesen sein? Guckt euch die Karte an. Beispielsweise 2 Stunden läuft man nach Allerheiligen auf Wegen. Gut, ohne Wege wird es ein bisschen langsamer gehen. Aber kann man auch in relativ kurzer Zeit wirklich sehr, sehr weit weg sein. Gerade wenn man weiß, wie man sich querwaldein im Wald fortbewegt. Querwaldein mag anstrengender sein und mag ein geringeres Lauftempo zur Folge haben. Aber du läufst auch Luftlinie. Und Luftlinie ist gerade bei Waldwegen, die nicht dafür angelegt sind, irgendwo hinzuführen, sondern eine Fläche zu erschließen und damit oft einen Umweg einfach dadurch machen, dass kein Mensch einen Weg zwischen A und B bauen wollte, sondern einen Weg, der so verläuft, um möglichst viel Fläche zwischen A und B eben abzugrasen, damit man da jeweils das Holz rausholen kann. Das ist der Sinn einer Forststraße. Und deshalb bist du querwaldein. Ganz oft sehr viel schneller, auch wenn es anstrengender ist. So, und jetzt das nächste. Wie konnte der denn nachts, wenn es dann dunkel geworden ist, so schnell entkommen? Also erstens, so schnell ist es gar nicht dunkel geworden. Der hatte also noch genügend Licht, um theoretisch entkommen zu sein. Vielleicht ist es auch nicht, ja? Also 2 Möglichkeiten. Entweder hat sie versteckt oder er ist halt einfach vollkommen aus dem Gebiet verschwunden. Und das nächste ist, selbst wenn es dunkel gewesen wäre, die eine Sache, die man bei der Bild-Zeitung vielleicht ernst nehmen könnte, wäre ein Foto, das sie da mal zu dem Thema irgendwo stehen hatten. Ich habe mal 2 Artikel oder glaube 2 Videochen dazu angeguckt und dann wusste ich wieder, warum ich die Bild-Zeitung Beep finde. Gab es da ein Foto von ihm in kompletter taktischer Montur, indem er sich wahrscheinlich irgendwann mal in den sozialen Medien so abgelichtet hat und das da mal reingestellt hat. Dazu, zu dieser Ausrüstung gehört tatsächlich auch ein Nachtsichtgerät, ein solches, dass man sich von oben runterklappen kann und dann tatsächlich auch bei Dunkelheit relativ problemlos im Walde unterwegs sein kann und dann von A nach B kommen. Man macht zwar einen Heidenlärm, aber wenn in dem Moment gerade jetzt niemand sonst in der Nähe ist und wenn man sich folgendermaßen fortbewegt, nämlich paar Schritte gehen,
stillstehen, horchen. Ein paar Schritte gehen, stillstehen, horchen. Und wenn sich dann niemand anders nähert, weil jeder andere, der sich nähert, macht auch Lärm. Kein Mensch kann abseits der Wege im Wald geräuschlos unterwegs sein. Das geht nicht. Also höchstens Winnetou. Aber ansonsten, das ist einfach nicht möglich, schlicht und ergreifend. Ein bisschen Raschel, Raschel. Und gerade im nächtlichen Wald hört man jedes Rascheln auf enorme Entfernung, wenn es dumm läuft. Hast du da immer. Ja. Und da kann es sein, dass er dann mit dem Nachtsichtgerät tatsächlich die halbe Nacht weitermarschiert ist. Und theoretisch wäre es möglich, dass er jetzt entweder am Nordrand vom Schwarzwald in Forbach hängt, Pforzheim, oder tatsächlich schon längst in Forbach und über das Murgtal und auf der anderen Seite vom Schwarzwald wieder runter ist, oder im Südschwarzwald sich jetzt irgendwo rumtreibt. Der kann theoretisch überall sein. Ja? So, das ist halt nun mal die Realität. Ist das eine Mordsleistung? Nochmal, nö. Wenn du abseits der Wege im Wald rumrennst, vielleicht sogar noch eine Karte hast, meinetwegen ein GPS, inwiefern es jetzt möglich ist, das dann irgendwie festzustellen, dass er mit GPS, mit Handy oder sonst was arbeitet und ihn darüber zu tracken, muss die Polizei wissen. Wenn das geht, dann werden sie es wissen, wenn er sowas benutzt. Vielleicht kriegen sie das mit, weiß ich nicht, keine Ahnung. Sie wollten sich dazu nicht äußern. Man hat sie genau das auch gefragt auf der Pressekonferenz, aber das kann ich nachvollziehen, dass sie sich dazu dann logischerweise nicht äußern wollen. Also, hat der unglaublich krasse Dinge vollbracht, die einem mordsmäßig Respekt einflößen müssen? Wirklich nicht. Ja, der Typ war schon mal im Wald, ja. Der hat ein paar Dinge gelernt, ja. Ist das unglaublich krass? Nein. Also davon möchte ich wirklich, wirklich großen, großen Abstand nehmen. Und das nächste, ist der jetzt sympathisch? Ja? Muss man den jetzt gut finden, weil der einer von uns ist? Ist der Teil der Waldläufer-Community? Nö, der ist schlicht und ergreifend vorbestrafter Verbrecher und hat da durchaus ein paar Sachen auf dem Kerbholz, die ihn für mich einfach nicht besonders sympathisch sein lassen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, das hat er abgesessen. Das heißt, jetzt ist er ja wieder ein respektierter und anerkannter Teil der Gesellschaft. Also mal davon abgesehen, dass die Gesellschaft so nicht funktioniert. War er gerade auf Bewährung, als das passiert ist. Und die Tat an sich, allein schon das Einbrechen in die Hütte von dem Gartenbesitzer, allein das halte ich jetzt nicht für besonders sympathisch. Findet mich komisch, aber ich mag Leute nicht, die Straftaten begehen. Ich finde das irgendwie nicht gut. Seltsam, ne? Ja, jedenfalls neben der Geschichte, was jetzt gerade passiert ist, hat er noch vorzuweisen aus Jugenddelikten Diebstahl und ja vor allen Dingen Diebstahldelikte, das oft Autodiebstähle werden da wohl dabei, also nicht das Auto geklaut, sondern Einbruch ins Auto und dann daraus was geklaut. Das ist mir jetzt auch nicht besonders sympathisch, könnte man jetzt vielleicht noch als Jugendsünde durchgehen lassen, aber dann haben wir noch diverse Waffenverstöße, weil er eben waffennah ist und offensichtlich unbedingt Waffen haben muss. Dumm nur, dass er eben keine Waffen erwerben darf, weil man ihm das Recht dazu völlig zu Recht und absolut richtig abgesprochen hat. Wer sich so, ich will doch keinem Kleinkriminellen jetzt eine Waffe verkaufen, also wenn ein Kleinkrimineller jetzt einen Waffenschein macht und sagt, ja klar, hier hast du Pistole, wäre auch was falsch. Also kann ich auch sehr gut nachvollziehen und wegen entsprechenden Verstößen gegen das Waffengesetz war er wohl jetzt auch auf Bewährung, gerade aktuell. So, und dann haben wir noch einen lustigen Fall, dafür saß er auch eine Weile im Jugendknast, von gefährlicher Körperverletzung. Was sich dazu getragen hat, ist das, dass er eine Bekannte im Streit, die war wohl ein bisschen älter als er, da war er selbst, glaube ich, irgendwas um die 20, der ist jetzt 31, hat er im Streit seine Armbrust genommen, diese gespannt, da einen Pfeil aufgelegt, all das rational, ne, im Streit. Konnte er tun, das ist ja keine Affekthandlung. Du nimmst ja nicht aus Affekt, deswegen wurde auch entsprechend lange in den Knast gesteckt, aus Affekt mal eben schnell deine Armbrust von der Wand, spannst die, legst dann einen Pfeil auf, zielst dann auf die Dame da, die dich gerade nervt und drückst ab. Das ist schon was, was so lange dauert, dass man da ein gewisses Maß an Reflexion vielleicht eventuell unterstellen kann. Also ich vermute mal, dass das mit bei der Urteilsbegebung eine Rolle gespielt hat. Und ja, auch hier ist wieder eine Frage der Sympathie. Darf man schon mal machen, auf eine Bekannte mit einer Armbrust schießen und sie lebensgefährlich verletzen, weil man sich gestritten hat, ne? Das kann man schon mal tun, da ist man dann ein sympathischer Mensch, wenn man sowas mal gemacht hat. Also Leute, geht's noch? Der Kerl mag ja vielleicht jetzt nicht Massenmörder sein, aber
Wie man jetzt den sympathisch finden kann, es ist mir ein Rätsel. Und ich finde, der Vergleich mit John Rambo aus Rambo 1, ja, dass man ihn jetzt als Waldrambo bezeichnet und solche Sachen, der hinkt auch ganz außerordentlich. So, und hier konnte ich es mir jetzt nicht nehmen lassen, einen kleinen Exkurs zur Rambo-Reihe und dem hinkenden Vergleich von unserem Pistolendieb und John Rambo, vor allen Dingen aus Rambo 1, zu ziehen. Das tut eigentlich nichts zur Sache, deswegen, wer das überspringen möchte, darf das gerne tun und findet die jetzt gerade eingeblendet, zu welcher Minute man dann vorhüpfen kann, wenn einen das jetzt nicht besonders interessiert. Ja, nur so zur Vollständigkeit halber. Denn als Filmfreund muss ich da jetzt mal dringend ein bisschen was zu sagen, auch dazu, ja, ich sage zu allem ein bisschen was, aber dazu muss ich auch mal ein bisschen was sagen. Die Rambo-Reihe ist natürlich verschrien als blutiges Gemetzel, wo sich John Rambo durch 7000 Feinde metzelt und sie auf blutigste Art und Weise entsprechend in Stückchen entweder schießt, messert, sprengt, bogend, lustige Fallen baut und sonst was. Ja? Das kann man jetzt unterhaltsam finden. Ist Fiktion. Gewalt in Filmen will ich mich jetzt gar nicht zu äußern. Aber man muss bei der Rambo-Reihe wirklich einen wesentlichen Schnitt machen nach dem ersten Teil und allen weiteren. Der erste Teil ist nämlich durchaus genau nicht das, was jetzt hier bei uns im Wald passiert. Was hier bei uns im Wald passiert, ist, ein Typ dreht durch, klaut der Polizei die Waffen, hat vorher ein Vorstrafenregister und es ist alles grundsätzlich völlig illegal und es gab keinen Grund, das zu tun. Der wurde dazu nicht provoziert, der muss sich nicht an der Gesellschaft sonst irgendwie rächen, es sei denn, irgendjemand denkt das, weil er wirklich ein Problem im Kopf hat, möglicherweise. Aber das ist einfach nur jemand, der durchdreht und dann eine Straftat begeht. John Rambo hingegen in dieser Geschichte, das muss man wirklich wissen, dass man das auch merkt, dass dieser Vergleich hinkt, ist in Rambo 1 ein, ich glaube, Vietnam-Veteran, der nach Hause kommt mit posttraumatischer Belastungsstörung durch alles, was er entsprechend im Krieg erlebt hat, der aus, ja, vielleicht auch, weil er ein bisschen plemplem ist, das mag ja sein, aber er ist ganz normaler amerikanischer Bürger und reist jetzt durchs Land, möchte einen Kameraden von damals besuchen, kommt dazu in eine Kleinstadt irgendwo in was weiß ich wo in Amerika und hat halt eben ein großes Messer dabei, das berühmte Rambo-Messer. Das kennt man ja entsprechend, diesen Begriff. Und wir alle haben sowas eventuell schon besessen und wenn nicht, wollen wir es vielleicht noch haben, je nachdem, ja. Ist cool. Ist in diesem Punkt, bis zu diesem Punkt, ja auch vollkommen harmlos, solange man da keinen Schwachsinn mit anstellt. Ja, das ist halt eben der Knackpunkt. Und genau das ist jetzt gerade ja im Grunde auch passiert. Ja. So, daraufhin wird er dort von der Polizei doof angepöbelt, also der John Rambo, was er denn hier macht, was er denn hier vorhat und dass er gefälligst den Ort verlassen soll und weiterziehen und sie schmeißen ihn quasi raus. Er will den Ort aber nicht verlassen, weil er da ja noch was zu erledigen hat und er will sich ja erkunden nach seinem entsprechenden, ich krieg's auch nicht mehr hundertprozentig zusammen, aber nach seinem Kameraden, nach dem er suchen wollte. So, daraufhin nehmen sie ihn dann sogar fest. Misshandeln ihn auch ein wenig und sperren ihn vielleicht quasi komplett grundlos, einfach weil er ihnen suspekt erschienen ist oder warum auch immer, sperren sie ihn entsprechend ein. So, da er jetzt aber krasser Elite-Soldat ist, kommt er da irgendwie frei, befreit sich, flüchtet in den Wald, wird von der Polizei verfolgt und es kommt zu einem Unfall und übrigens dem einzigen Toten im ganzen Film, dass ein Polizist aus dem Helikopter abstürzt und dabei halt eben zu Tode kommt. Der Rambo flüchtet entsprechend weiter in den Wald, nur mit seinem Messer bewaffnet und verschanzt sich da, baut sich da diverse Fallen und legt einen Polizisten nach dem anderen, der da kommt, um nach ihm zu suchen. Ja, nicht um, er verletzt sie zum Teil, er setzt sie außer Gefecht, aber er tötet sie nicht mal. Und im Grunde will der bloß entkommen, seine Ruhe haben und in Ruhe gelassen werden. Und wurde eben zu Unrecht, und das ist der Knackpunkt, völlig zu Unrecht verdächtigt, irgendwas Böses getan zu haben und dreht dann quasi im Anschluss sozusagen durch und läuft bis zu einem gewissen Grad Amok, abgesehen davon, dass er eben niemanden tötet. Ja, nur verletzt. Schwer. Wahrscheinlich auch mit Todesfolge. Ja, nichtsdestotrotz, ich finde, dieser Vergleich hinkt wirklich. Also gerade wenn man Rambo 1, und Rambo 1 ist ja der Teil, bei dem es genau um das ja geht, dass der Kerl vor der Polizei in den Wald flüchtet und da guerillamäßig sich irgendwie versteckt und so weiter. Das ist ja genau das, wo jetzt drauf angespielt wird, wenn man jetzt den Eve
den Eve irgendwas mit John Rambo entsprechend vergleicht. Und da habe ich auch ein Riesenproblem mit, ganz ehrlich. Zumal Rambo 1 auch wirklich ein... Ist ein schönes Beispiel dafür, dass Sylvester Stallone schon gute Drehbücher schreiben konnte, auch als er noch jung war und auch wirklich gute Ideen gehabt hat, wenn man sich zum Beispiel auch Rocky 1 anguckt. Das ist ja schon durchaus eine Geschichte, die man richtig berührend finden kann. Ja gut, es gibt auch viel auf die Fresse, ja, verkauft sich dann halt besser, aber es ist echt eine gute Geschichte. Und ich glaube, erst im weiteren Verlauf seiner Karriere ist Sylvester Stallone so ein bisschen zum klassischen Actionhelden ohne groß Hirn mit viel Gemetzel und viel Explosion und so weiter und sofort verkommen. Und wie wir jetzt auch im Alter, der Mann ist ja jetzt nicht mehr der Jüngste, entsprechend sehen können, erzählt er jetzt wieder richtig gute Geschichten. Man siehe zum Beispiel die letzten beiden Rocky in Anführungszeichen Filme, wo er nur noch als Trainer vom neuen Protagonisten entsprechend auftritt. Aber okay, egal. Das führt jetzt zu weit. Trotzdem, dieser Vergleich als Filmfan, habe ich da meine Probleme mit. Habe ich da wirklich meine größeren Probleme mit. So. Übrigens noch eine Sache auf dem Kerbholz von unserem Täter hier ist, dass er wohl auch, warum man das jetzt nicht weiter verfolgt hat, kann ich nicht sagen. Das ist vielleicht ein bisschen nicht hundertprozentig koscher, aber man hat wohl bei der letzten Durchsuchung, als man bei ihm wieder einen Verstoß gegen das Waffengesetz festgestellt hat, auch gemerkt, dass auf seinem Handy sich mindestens drei Fotos befunden haben, die wohl einen kinderpornografischen Hintergrund gehabt haben. Wie schlimm das jeweils gewesen ist, das weiß ich nicht. Das weiß auch sonst, habe ich keinerlei Informationen zu gefunden. Man hat das nicht weiter verfolgt, aber auch das ist ein weiteres Delikt, was zumindest mal im Raum steht. Dass man diese Bilder gefunden hat, die Information kommt von der Staatsanwaltschaft, das wird also vermutlich entsprechend stimmen. Ja, ja, also ganz sympathischer Kerl. Dem muss man jetzt irgendwie nacheifern. So, das ganze Problem bei dieser Sache ist jetzt, abgesehen von den Kosten, die das verursacht und dem ganzen Stress und dem Leid und der Angst, dass manche Leute in Oppenau jetzt, die manche Leute in Oppenau haben und auch der Tatsache, dass ich jetzt nicht soll zumindest allzu tief in den Wald gehen, ob ich es jetzt mache oder nicht, das werden wir sehen, aber davon mal abgesehen, wirft das halt mal wieder das völlig falsche bzw. ein ziemlich eindeutiges Licht auf andere Leute, die sich auch als Waldläufer bezeichnen würden, wie mich beispielsweise. Ja? Also den Begriff Waldläufer, den verwende ich auch sehr gerne. Und wenn jetzt dieser Begriff immer mit dem Typ, der da jetzt durchgedreht ist, in Verbindung gebracht wird, dann ist das sehr, sehr, sehr schade, schlicht und ergreifend, und wirft ein völlig falsches Licht auf die insgesamt zu 99,9% völlig harmlose Szene derjenigen, die gerne eben im Wald ihre Freizeit verbringen. Ob sie jetzt da Trekking machen, Bushcrafting, harmlose Survival-Trainings innerhalb der Gesetzeslage, ja, völlig egal, aber es ist alles harmlos und es ist freundlich und man kann bei den Leuten, die einem dabei begegnen, freundlich sich mit denen unterhalten und ein paar Wörtchen wechseln, haben wir jetzt bei unserem letzten, das läuft ja gerade jetzt die Reihe, kleinen Mini-Survival-Training, auch jederzeit immer getan, da sind uns mehrfach ein paar Leute begegnet, mit denen wir uns immer freundlich unterhalten haben, auch interessante Informationen zur näheren Umgebung noch bekommen von Leuten, die da ganz einheimisch sind, von uns war es ein Stückchen weiter weg und deswegen, ja, das ist immer toll, ich treffe immer sehr gerne Leute im Wald und unterhalte mich mit denen dann auch gerne. Und es gibt innerhalb der Waldläufer, Bushcrafter, Survival, was auch immer, Wald-Community, Wald-Outdoor-Community, wie man das so nennen möchte, auch eine Gruppe von Leuten, die tatsächlich eben in Tarnklamotten rumrennen. Ja? Die können auch vollkommen harmlos sein. Das geht schon. Ja? Aber eben beim Rumrennen in Tarnklamotten, das suggeriert nun mal, du hast was zu verbergen. Du willst nicht entdeckt werden. Okay, das kann jetzt sein, weil du einfach nur deine Ruhe haben willst. Das kann aber auch sein, weil du halt wirklich was zu verbergen hast. Weil du halt tatsächlich ein komischer, potenziell gefährlicher, aggressiver Kauz bist. Woher soll man das wissen, wenn man dich tatsächlich mal entdeckt? Jetzt gibt es das alte Argument, ja, ich werde aber nie entdeckt. Ja, ist schön, aber ja. Das wirft halt dann einfach, wenn man doch dann mal entdeckt wird, ein oder sonst irgendwie zu zweifelhaften Ruhm gelangt, wie wir es jetzt hier gerade haben, wirft das natürlich ein Bild auf die Gemeinschaft, dass der Rest, also insbesondere
Leute, die auch in der Öffentlichkeit stehen wie ich, ein bisschen zumindest, wirklich nicht schön findet. Und deswegen ist das schon so ein bisschen ein Problem, diejenigen, also ja, wie gesagt, im 99,9% der Fälle sind auch die taktischen Bushcrafter und diejenigen, die allen möglichen Militärschnickschnack haben müssen und Stealth-Camping und Tactical Bushcraft und wie immer das alles heißen mag, entsprechend betreiben. Die sind in 99% der Fälle wahrscheinlich auch harmlos. Vielleicht aber auch nur 90%. Und eine kleine Gruppe, ein kleiner Anteil von denjenigen ist vielleicht, und zumindest kann das so wirken, und ihr müsst doch bitte nachvollziehen können, dass das wirklich so wirken kann. Ich meine, das ist nun mal nicht besonders sympathisch, wenn jemand sich mit für den Krieg gedachter Ausrüstung im Wald versteckt, um da heimlich, was weiß ich was zu tun. Und wenn das heimlich nur Tee kochen ist. Aber das weiß doch sonst niemand. Und dass man sich da generell einfach ein bisschen Sorgen macht, was könnte denn da noch stattfinden, das liegt einfach in der Natur des Menschen und das muss doch nachvollziehbar sein. Und deswegen habe ich damit tatsächlich so ein bisschen persönlich Schwierigkeiten, wenn man das allzu sehr übertreibt mit dem Vorhandensein von Militärausrüstung und damit rumrennen und entsprechende Stealth-Lager im Wald aufbauen und so weiter und so fort. Ja. Die persönliche Freiheit, das zu tun, die sollte schon jeder haben, ja, und das kann ich auch akzeptieren, das finde ich auch richtig und gut so, aber es kann halt wirklich solche Folgen haben für alle anderen, dass ich als Mitglied von alle anderen da halt manchmal ein bisschen meine Schwierigkeiten mit habe. Ja? So, und insbesondere wenn der Begriff Waldläufer jetzt eben diesen Unterton bekommen hat, dann ist das dumm und schlecht, blöd, das ärgert mich. So, und damit bin ich aber, glaube ich, auch fertig. Danke, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ich bin gespannt, was da die Kommentare jetzt sein werden.